Okay, hier mal ein paar Eckdaten. Großmembran-Röhrenmikrofon, 9 umschaltbare Richtcharakteristika zwischen Kugel, Niere und 8. Handselektierte Röhren inklusive Zubehör wie Netzteil, Kabel, aber auch eine Spinne. Das Ganze zum schlappen Verkaufspreis von 249 Euro? Hä? Habe ich was nicht mitgekriegt? Wo ist der Haken? Das habe ich mich auch gefragt und frecherweise das Manga Bay von Monkey Banana einfach mal in einen direkten Soundvergleich mit meinem Röhrenklassiker, dem AT4060 von Audio-Technica gebracht. Verkaufspreis schlappe 1500 Euro, wenn du überhaupt noch eins findest. Wie schlägt sich der Herausforderer hier auf der rechten Seite gegen den 6-mal so teuren Klassiker? Das erfährst du in diesem Video und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier wie immer goldrichtig. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's mit dem Adventskalender. Präsentiert von Monkey Banana, Storia Mastering, Ghosthack.de. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Und auch wenn sich sowohl das Jahr als auch der Adventskalender so langsam aber sicher dem Ende zuneigen, ist es noch nicht zu spät, auf das diesjährige Gewinnspiel hinzuweisen. Ich meine, immerhin gibt es neben zwei absolut heiß begehrten, weil total limitierten Recording-Blog-Tassen, einem Volt 276 Audio-Interface von Universal Audio, einem HD25-Kopfhörer von Sennheiser sowie 3 großartigen Essential-Bundles aus der deutschen Sample-Schmiede von Ghosthack.de auch noch ein echtes Röhrenmikrofon zu gewinnen, nämlich das Manga Bay von Monkey Banana hier im Bild zu sehen. Und um das geht es ja auch in diesem Video, vor allem weil so viele aus der Recording-Blog-Familie schon danach gefragt haben und euer Wunsch ist mir natürlich wie immer Befehl. Das Angebot klingt aber auch wirklich zu schön, um wahr zu sein. Ein echter Großmembraner mit Röhrentechnik, umschaltbarer Richtcharakteristik und das Ganze zum absoluten Schnäppchenpreis. Wie soll das gehen? Nehmen wir aber mal das, was ich weiß. Das Manga Bay wurde erdacht und entwickelt in Deutschland, wird aber wie so vieles natürlich in China hergestellt. Kommt dann zurück nach Deutschland, wird gecheckt und geht in den Verkauf für einen Preis, von dem einige behaupten, er könne angesichts der Qualität ruhig doppelt so hoch sein. Also das wäre ja zu beweisen, auch in diesem Video unter anderem. Aber auf meine Frage, warum seine Produkte so verhältnismäßig günstig sind, hat mir Monkey Banana Chef Markus Folgendes geantwortet. Ich habe schon oft gehört, dass unsere Produkte 2-3 Klassen über dem spielen, was sie kosten. Was ja erstmal ein Mega-Kompliment ist. Man sagt mir dann auch gern mal, dass ich doof bin, weil ich kein Geld verdienen möchte. Sag ich, möchtest du doch. Stimmt, bin ich vielleicht, aber ich gehe jeden Morgen ins Badezimmer, schaue in den Spiegel und kann sagen, passt. Passt alles. Okay, ein mehr als ehrenwerter Ansatz, wenn du mich fragst. Und wenn du dich für das ganze Interview mit Markus interessierst, dann findest du hier oben mal einen Link, kannst du draufklicken und kannst du später nach diesem Video vielleicht nochmal draufklicken. Das lohnt sich auf jeden Fall. Aber zurück zum Manga Bay. Ich meine, wenn dieses Manga Bay, wenn das Mikrofon klanglich tatsächlich 2 bis 3 Klassen höher spielen soll, dann müsste das ja in einem direkten Vergleich mit einem Mikro aus der Klasse auch zu hören sein. Oder vielleicht besser noch nicht zu hören sein, je nachdem wie groß oder wie klein der Unterschied zwischen den beiden ist. Und deshalb tritt das Manga Bay fairer oder unfairerweise, ich weiß es nicht genau, heute im direkten Klangvergleich gegen mein AT4060 von Audio-Technica an. Ich habe damit Gesang aufgenommen und damit man auch wirklich gut die beiden vergleichen kann, habe ich beide Mikrofone direkt nebeneinander aufgebaut und dann genau in die Mitte von beiden gesungen, damit beide dann auch den gleichen Anteil von meiner Stimme abbekommen. Angeschlossen waren beide dann über die Preamps von meinem Universal Audio Apollo Interface, die ja sehr sauber klingen. Und da ich der Meinung bin, dass man die Unterschiede zwischen Mikrofonen umso besser hören kann, desto mehr Spuren man damit aufnimmt, habe ich einen Klassiker von meinen Helden Huey Lewis and the News aufgenommen. Wir schauen mal kurz in einen kleinen Auszug meiner Aufnahmesession rein. Hello. As we walk by the sea together, under stars twinkling high above, so in love are we two, no one else but me and you, so in love, so in love. Okay, der Vergleichstest sollte also tatsächlich repräsentativ sein, zumindest aber kannst du ja einschätzen, wie das Manga Bay für sich genommen klingt. Und damit du das zu Hause auch selbst überprüfen kannst, erhalten alle Mitglieder hier bei YouTube, die mir jeden Monat einen Kaffee ausgeben, und alle Mitglieder der Recording-Blog-Familie mit Zugang zum Basis- oder Premium-Bereich auf meiner Seite die Spuren zum Download. Infos zum Basis- und Premium-Bereich findest du übrigens hier oben. Da gibt es nämlich noch eine ganze Menge anderes zu entdecken, was dich bei deiner Musik nach vorne bringen kann. Und vielleicht ist das ja das perfekte
perfekte Last-Minute-Geschenk für dich noch unterm Weihnachtsbaum. Wer weiß? Jetzt habe ich aber genug gequatscht. Wir gehen mal rüber in die Session und hören, was bei meinen Aufnahmen rausgekommen ist. Und falls dir dieses Video jetzt schon gefallen sollte, würde ich mich freuen, wenn du mir es zeigst über einen Daumen nach oben. Und wenn es dir nicht gefällt, dann eben nicht. Wir gehen mal rüber. Los geht's. So, da sind wir schon in der Session und ich habe nicht nur eine Aufnahme vorbereitet, sondern ich habe sogar zwei Aufnahmen vorbereitet. Natürlich zum einen die Gesangsaufnahme, die du gerade schon gesehen hast, aber auf der anderen Seite hat mich auch interessiert, wie ist denn eigentlich das Rauschverhalten von so einem günstigen Mikrofon im Verhältnis zum teuren? Oft ist es ja so, dass bei günstigerer Hardware das Rauschverhalten etwas schlechter ist, in Anführungszeichen. Günstigere Audio-Interfaces fangen schneller an zu rauschen als teurere, vor allem die Preamps davon, und bei günstiger Hardware, wie zum Beispiel einem Mikrofon mit eingebauter Röhre und vor allem mit Netzteil und so weiter und so fort, kann es ja durchaus auch sein, dass das günstigere Mikrofon deutlich mehr rauscht. Und je nachdem kann es ja dann auch relevant sein, vor allem wenn man mit so einem Mikrofon in ruhiger Umgebung aufnehmen möchte. Deswegen habe ich einfach mal mich hier ins Studio gestellt, habe auf Aufnahme gedrückt, als ich dann mit den Gesangsaufnahmen fertig war, auf Aufnahme gedrückt und einfach mal nur den Raum hier aufgenommen quasi. Und wenn hin und wieder mal ein Auto vorbeifahren sollte, das ist hier leider in meinem Studio so, an meinem Fenster fahren regelmäßig Autos vorbei, aber trotzdem kann man den Unterschied, glaube ich, ganz gut hören. Wir schalten jetzt erstmal um zwischen den beiden Mikrofonen und ich bin mal gespannt, ob du was hören kannst. Also komplett unbehandelte Aufnahme, Rauschverhalten, und ich blende dir ein, was du gerade hörst. Also so im unbehandelten Zustand, glaube ich, ich habe nichts gehört, ich weiß nicht, ob du was gehört hast an Rauschen, kannst es ja mal unten in die Kommentare reinschreiben, jeder Kommentar nimmt ja auch am Gewinnspiel teil, aber so erstmal ganz nackt, unbehandelt, ganz normale Einstellung mit dem Preamp habe ich nichts gehört, aber wir können das Ganze ja mal extrem verstärken. Nehmen wir doch einfach mal beide Spuren und verstärken wir die einfach mal so stark, wie es eben geht hier in Logic, 30 dB drauf, vielleicht kann man ja dann was hören, ne? Gucken wir mal, ich zoome hier mal rein, damit man sehen kann, das ist also das Grundrauschen, was man hier sehen kann in der Wellenform, und jetzt gucken wir mal, wie sich das Ganze hier tatsächlich schlecht, wenn ich nochmal AB schalte hin und her. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, ob der Unterschied da wirklich hörbar ist und ob er dann wirklich nur marginal ist oder tatsächlich relevant. Hören wir mal. Also erstmal nur ein Mikro, ne? Nur das Manga B. Okay, man hört im Hintergrund auf jeden Fall meine Uhr ticken. Ich habe hier eine tickende Uhr im Studio. Eigentlich ein totales No-Go, aber ich bin einfach irgendwie, manchmal bin ich auch total verrückt, ne? Da habe ich einfach Bock drauf. Aber was man doch hören kann, ist, wenn man es jetzt extrem, also um 30 dB anhebt, dass man da tatsächlich irgendwie diesen Geräuschboden vom Mikrofon, vom Manga Bay, dann doch mehr hören kann als beim AT4060. Also da auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, ein virtueller Wert. Ne? Wer hebt seine Signale 30 dB an? Also von daher würde ich mal sagen, in dem Fall, ja, es gibt einen erhöhten Geräuschpegel, ein erhöhtes Grundrauschen, nennen wir es mal so, beim Manga Bay gegenüber dem AT4060. Aber ob das wirklich relevant ist, das wage ich mal zu bezweifeln. Weil wenn ich das jetzt wieder zurückstelle, hier die beiden auf 0, dann siehst du, dass da ist nichts irgendwie. Und wir haben ja gerade im ersten Test auch nichts gehört. Wollen wir also von diesem eher theoretischen Teil mal rübergehen zum praktischen Teil und hören wir uns jetzt einfach mal die Hauptstimmen an, die ich aufgenommen habe. Ich habe hier zwei Aufnahmen gemacht. Ich habe bei allen Aufnahmen übrigens alle Aufnahmen normalisiert, damit ich eventuelle Pegelunterschiede zwischen den beiden Mikrofonen ausgleichen kann. Das heißt, beide sind auf Maximallevel normalisiert und dann um, glaube ich, 3 dB oder teilweise um 6 dB abgesenkt. Aber alle Spuren sind im Level auf jeden Fall vergleichbar. Das heißt, wir können den direkten Unterschied zwischen den beiden Aufnahmen hören, ohne dass uns jetzt Lautstärkeunterschiede da irgendwie beeinflussen würden, dass das eine besser oder schlechter klingt. Und jetzt bin ich mal wirklich gespannt. Wir hören mal in die unbearbeitete Hauptstimme rein, die ich hier vorbereitet habe. Zunächst das Manga Bay und dann das AT4060. Ich lasse durchaus mal ein Stückchen laufen, damit du deine Ohren mal so ein bisschen drauf einstellen kannst. Immer dann, wenn der Unterschied kommt. Und ich blende dir natürlich wie immer ein, was du gerade hörst. Also, starten wir mal mit der Hauptstimme. As we stroll along together, holding hands, walking all alone,
So in love are we two that we don't know what to do. So in love in a world of our own. As we walk by the sea together, under stars twinkling high above. Also, ich habe nicht die weltbesten Ohren der Welt, aber ich höre jetzt den Unterschied wirklich nur marginal. Ich habe tatsächlich den Eindruck, dass das AT4060 ein bisschen feiner auflöst, dass die Röhre ein kleines bisschen schöner durchkommt, also so ein leichter, crunchiger Sound irgendwie in der Stimme mehr drin ist und dass es insgesamt irgendwie ein bisschen griffiger klingt als das Manga Bay. Aber ich würde sagen, damit wir den Unterschied wirklich gut hören können, nehmen wir jetzt einfach mal das, was ich gerade schon gesagt habe. Viele Stimmen, dann kann man den Unterschied deutlich besser hören. Hören wir uns also mal die komplette Produktion an, komplett ungemischt, ungemischt, was Plugins angeht. Du siehst, dass ich hier einige Fader geschubst habe, damit ich die Verhältnisse zwischen den einzelnen Stimmen im Chor hinkriege. Und ich habe hier ein bisschen Panorama gemacht bei einigen Stimmen, aber im Prinzip keine Plugins, nur Lautstärke, ein bisschen Panorama und am Schluss ein Limiter drauf. Das war's auch schon. Wir hören jetzt mal im Vergleich die komplette Produktion Chor und Hauptgesang dazu. Und auch das lasse ich wieder ein Stückchen laufen, damit du deine Ohren ein bisschen drauf einstellen kannst, was du gerade hörst. Und ich blende natürlich wie immer ein, das, was du gerade hörst. Also wir starten wieder mit dem Manga Bay und jetzt bin ich mal wirklich sehr gespannt. Also los geht's. As we stroll along together, holding hands, walking all alone. So in love are we two that we don't know what to do. So in love. So in love, in a world of our own. So in love, as we walk by the sea together, under stars twinkling high above. So in love are we two, no one else but me and you. So in love, so in love, in a world of our own. So in love. Okay, bis hierhin. Also jetzt kann man doch schon etwas deutlicher einen Unterschied hören. Das AT4060 klingt ein bisschen präsenter, ist ein bisschen mehr da, ist ein bisschen griffiger und bietet insgesamt die etwas bessere Bühne. Aber wir dürfen das Ganze ja nie außerhalb des Verhältnisses ansehen, ne? Wie gesagt, das Manga Bay für 249 Euro und das AT4060 ab 1500, wie gesagt, wenn du es kriegst. Aber man könnte da ja auch darüber sprechen, ob das besser oder schlechter ist. Ne? Man könnte einfach nur sagen, es wäre anders. Also das eine Mikrofon klingt wie jedes andere Mikrofon auch etwas anders. Und vielleicht wäre der Unterschied gar nicht so groß, wenn es jetzt nicht direkt in einem Vergleich von Röhrenmikrofonen wäre. Aber ich mache einfach nochmal einen Hall drauf, damit man wirklich das Gefühl von echter Produktion hat. Und dann kannst du ja vielleicht selber nochmal entscheiden, ob der Unterschied wirklich so groß ist, dass du 1500 Euro lieber ausgeben würdest für das AT4060 oder ein vergleichbares Röhrenmikrofon aus der Kategorie. Oder sagst, nee, das Manga Bay ist für meine Anwendungsszenarien, die ich habe, vollkommen ausreichend mit dem, was es liefert. Also hören wir nochmal eine kleine Strecke und dann gucken wir mal, was dann dabei rauskommt, wenn wir jetzt noch einen Hall drauf machen und das Ganze sich so anhört wie eine echte Platte. Wir starten wieder mit dem Manga Bay. As we stroll along together, holding hands, walking all alone. So in love are we two that we don't know what to do. So in love, so in love, in a world of our own. So in love, as we walk by the sea together, under stars twinkling high above. So in love are we two, no one else but me and you. So in love, so in love, in a world of our own. So in love, so in. Also, mir fällt es schon wirklich schwer, da einen großen Unterschied zu hören. Ich habe den Eindruck, dass das AT4060 insgesamt griffiger klingt und sich wahrscheinlich in einem dichten Mix mit Gitarren und allem Zwicky und Zuppi sich auch ein bisschen besser durchsetzen würde. Wobei wir darüber reden, dass man das Manga Bay im Zweifel dann einfach ein dB lauter macht und dann ist es auch fast da. Klanglich ist es absolute Geschmackssache. Es sind beides feine Röhrenmikrofone. Das eine spielt ein bisschen feiner auf, das 4060. Das Manga Bay ist aber durchaus mit allem vertreten, was ein Röhrenmikrofon ausmacht.
ausmacht. Es nimmt die Stimme ganz toll auf. Es hat eine schöne, leichte Färbung von der Röhre und es bringt insgesamt auch sogar ein Feature mehr mit, indem es nämlich eine umstellbare Richtcharakteristik hat. Die haben wir heute gar nicht angesprochen, denn das AT4060 ist fest Niere verdrahtet und das Manga Bay kannst du umschalten zwischen Kugel, zwischen Niere und zwischen 8 und allem, was dazwischen liegt. Also von daher nochmal durchaus deutlich mehr Anwendungsgebiete, die man da nutzen kann. Ich finde, der Unterschied ist gar nicht so groß und ich überlege tatsächlich mir jetzt, das Manga Bay doch nochmal in den Schrank zu legen, um es einfach da zu haben. Vielleicht sogar in Kombination mit dem AT4060, denn da kann man schöne MS-Mikrofonierung dann zum Beispiel mitmachen, überm Schlagzeug oder vor der Gitarre zum Beispiel. Falls das kommen sollte oder falls du da Interesse dran hast, kannst du es ja auch mal unten in die Kommentare reinschreiben, dass ich mit beiden Mikrofonen mal eine MS-Mikrofonierung mache. Dir wünsche ich jetzt viel Spaß bei der Entscheidung, ob du dir das Manga Bay auch in den Mikrofonschrank reinlegst. Aus meiner Sicht heraus auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Wir sehen uns morgen zu einem weiteren Video im Recording-Blog Adventskalender und bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste. Mach's gut und Yassou!